Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen. Heute befassen wir uns mit dem zeitgemäßen und modernen Beruf des Informatikers. Vor 30 oder 40 Jahren haben sie so Sachen wie Videokonferenz, Headset oder sogar Roboter in Science-Fiction-Filmen wie Star Wars oder Star Trek. Heutzutage ist das meiste von dem schon Realität. Vor allem der Informatiker ist einer, der das bei sich im Beruf auch schon einsetzt. Heute gehen wir den Informatiker Martin Wickelhauser suchen und wenn wir mal hineinschauen, wie er die Technologien für seine Arbeit benutzt. Wir gehen jetzt mal ins Büro und schauen, was der Martin Wickelhauser, unser Informatiker, gerade macht. Wie ich erfahren habe, ist der Martin Wickelhauser jetzt gerade in einer wichtigen Videokonferenz mit einem Kunden. Und das ist doch gerade ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie heute Videokonferenz und Bildübertragung auch auf geschäftlicher Basis genutzt werden. Gehen wir mal rein. Hallo Schätzle, wie geht's dir? Gut, und dir, Schatz? Mir geht's auch gut. Was möchtest du jetzt um die Nacht? Ja, ich weiss auch noch nicht genau. Ich dachte, wir könnten einen Gratin machen, oder hättest du lieber irgendetwas mit Gemüse, oder? Nein, also Gratin klingt sehr gut. Los Schatz, ich muss Schluss machen. Ich melde mich später nochmal, he? Tschüss! Also man sieht natürlich auch, dass man Videokonferenzen auch für private Zwecke brauchen kann. Gell Sie, Martin Wickelhauser? Aber erzählen Sie mal, was machen Sie sonst noch? Oder wie verwenden Sie jetzt zum Beispiel das Tool? Also mit dem Skype kann ich meine Kunden auf der ganzen Welt erreichen. Zum Beispiel von der Amerika haben wir viele Kunden. Und da kann man Informationen austauschen. Wir können uns aussprechen oder vor allem Konferenzen können wir so einfach mit Video noch... Entschuldigung, da ruft jetzt gerade ein Kunde aus China an, das muss ich jetzt schnell abnehmen. Hallo? Hallo, hey, ich bin's nochmal. Ich muss jetzt eben einkaufen, ich müsste wissen, was du gerne möchtest essen jetzt oben. Ja, hallo Schatz, ja. Ja, lass das mit dem Gemüse, das ist schon gut, ja. Ist das gut? Also, ja, das ist super, das. Ja. Gut, also, bis später. Tschüss. Ja, Herr Wickelhauser, Sie haben jetzt gerade mit dem Headset telefoniert. Das hat man ja vor 30, 40 Jahren einen Science-Fiction-Film gesehen. Ja. Jetzt brauchen Sie das im Büro. Erzählen Sie mal, wie Sie das brauchen. Also, ich kann mit dem frei rumlaufen und zum Beispiel Kaffee holen. Oh, ja. Ja, vielen Dank, Herr Wickelhauser, für die Demonstration. Wir haben jetzt heute eine Webcam kennengelernt mit Videokonferenz und wir haben ein Headset kennengelernt. Und ich denke, man sieht doch, wie zeitgemäß der Beruf des Informatikers ist. Und wie man den beruflich, aber natürlich auch privat verwenden kann. Vielen Dank.